Herzlich willkommen. Mein Name ist Heike Bartelt. Ich bin Ballerina mit Diplom in Betriebswirtschaft und meine persönliche Lebensgeschichte hat mich dazu inspiriert, die wirklichen Ursachen von Krankheiten und physischen Besonderheiten herauszufinden und wie man sie auf physischer, mentaler, emotionaler und damit dann auch spiritueller Ebene heilen kann. Heute möchte ich mich gerne dem Thema Affirmationen widmen und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Louise Hay sagen, die sich auf diesem Gebiet unglaublich engagiert hat und sicherlich vielen Menschen sehr geholfen hat. Dankeschön. Mein heutiges Video beschäftigt sich mit diesem Thema, weil viele Menschen immer wieder sagen, Affirmationen funktionieren nicht. Eine Affirmation ist ein kurzer Satz, der eine Absicht oder einen Zustand formuliert. Und der Grund dafür ist, dass ich eine Veränderung wünsche. Wenn ich zum Beispiel krank bin, möchte ich gesund werden oder gesund sein. Und meine Affirmation könnte lauten, ich erfreue mich perfekter Gesundheit. Das ist am Anfang nicht leicht, denn der Bericht meiner Mediziner wird etwas anderes sagen und mein Leben spiegelt mir was anderes, wohlmeinende Freunde sagen etwas anderes. Ich bekomme also von allen Seiten Hinweise, dass es nicht so ist und muss mit diesen Hinweisen fertig werden und es schaffen, mich auf das zu konzentrieren, was ich will. Denn wir wissen, es ist ein universelles Gesetz, dass all das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit oder unsere Energie richten, sich verstärkt. Wenn ich also meine Energie auf meine Affirmation richte, werde ich Energie in dieser Richtung mobilisieren und ich werde bald merken, dass es mir besser geht. Wenn ich meine Energie aber darauf richte, meinen wohlmeinenden Mitmenschen zuzuhören oder die Berichte der Ärzte zu verinnerlichen, das ist der Zustand. Nein, das war der Zustand in dem Moment, als diese Tests gemacht wurden. Aber ich habe mich ja schon entschieden, dass sich das jetzt ändert und deswegen ist es jetzt bereits auf dem Weg der Verbesserung. Was manchmal auch irritierend sein kann, ist, dass unser Körper immer für uns tut, was wir wünschen. Das kann manchmal aber auch dazu führen, dass es für einen Moment quasi so etwas wie eine Verschlechterung darstellt. Und danach dann die Verbesserung kommt. Da wir heute verlernt haben, unseren Körper wirklich gut zu verstehen, missinterpretieren wir das ganz oft und verlieren unseren Glauben. Und es ist wichtig, genau eben das nicht zu tun. Unser Körper tut immer für uns, was er kann, um unsere Absichten und unsere Wünsche zu realisieren. Und in diesem Wissen können wir dann immer sagen, ich erfreue mich perfekter Gesundheit. Immer wieder, so lange, bis die Stimmen, die andere sagen, in uns und außerhalb von uns schwächer werden. Es ist also ein ganz natürlicher Prozess, dass zu Anfang sich die Beweise, ja, für das Nicht-Vorhandensein dessen, was wir uns wünschen, häufen. Es ist wie bei homöopathischer Medizin. Da wird es auch immer erst schlimmer und dann wird es besser. Das ist genau wie unser Körper funktioniert und das ist auch genau wie Affirmationen funktionieren. Wenn Sie trotzdem feststellen, dass es scheinbar eine Blockade gibt, dann finden Sie diese Blockade häufig in Ihrer Kindheit. Zum Beispiel könnten Sie als kleines Kind gehört haben, wie Ihre Mutter zu einem anderen Verwandten gesagt hat, du kannst mir 10-mal sagen, dass es dir gut geht, aber ich bringe dich jetzt sofort zum Arzt und der wird dir dann schon sagen, wie es dir wirklich geht. Du siehst nämlich viel zu schlecht aus. Ja, wenn Sie als Kind auf diese Art und Weise gelernt haben, dass die Mediziner es immer besser wissen als Sie, dann müssen Sie da vielleicht einen Glaubenssatz überwinden und verstehen, ich bin der Experte für meinen Körper. Und wenn ich mich besser fühle, allein schon durch einen Gedanken, bin ich auf dem richtigen Weg.
Denn das ist es, worum es geht. Auf dem Weg zu sein, von Krankheit zu Gesundheit. Das ist es, worum es in unserem Leben geht. Auf dem Weg zu sein, etwas zu kreieren. Ich wünsche mir etwas und ich kreiere das. Nicht, ich beobachte die mich umgebende Realität und alle anderen haben Recht und deswegen manifestiere ich immer wieder die mich umgebende Realität. Nein. Wollen Sie das? Die meisten Menschen richten ihre Aufmerksamkeit auf Dinge, die sie nicht wollen. Und wenn dann all diese Dinge in ihrer Realität aufkreuzen, weil das universelle Gesetz der Anziehung immer ganz akkurat genau das bringt, was wir auf was wir unsere Aufmerksamkeit richten, beschweren sie sich und sagen, ja, das habe ich aber ja nun überhaupt nicht gewollt. Doch, darauf wurde die Aufmerksamkeit gelenkt. Also, ich erfreue mich perfekter Gesundheit und darauf lenke ich meine Aufmerksamkeit. Und wenn ich das schaffe, wird mehr als 50% der Zeit, hurra, dann habe ich es geschafft. Alles Liebe, einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das war hilfreich und herzlichen Dank.